Hallo und willkommen zurück bei Hexit. Aber vor allem willkommen zu einer sehr speziellen Episode von Hexit, denn ich habe mich hier auf den Weg gemacht, um ein Enderauge zu suchen und wollte das eigentlich gar nicht veröffentlichen, weil ich der Meinung war, es würde wieder langweilig werden. Deshalb habe ich einfach so aufgenommen und gespielt, ohne zu kommentieren. Jetzt ist allerdings so viel Material dabei rausgekommen, dass ich es euch trotzdem zeigen werde und jetzt einfach mal nachsynchronisiere. Deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Und hier ist übrigens dieser rote Baum. Den hatten wir letzte Mal schon mal gesehen. Ich bin aber dann von irgendeinem Mob abgelenkt worden und konnte den nie fällen. Und jetzt habe ich den wiedergefunden. Und da gucken wir mal, das ist Maplewood. Somewhat sweet. Wird aber für ganz normale Sachen benutzt, wie wir hier sehen. Maple Planks, ja, okay. Da können wir den Partbilder bauen und halt alles andere, was man auch aus dem Holz herstellt. Dann bin ich hier in ein Village gegangen. Ich weiß gar nicht, wieso. Habe ich wieder durch Zufall gefunden. Und gucken wir mal, was hier war. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oh, da ist wieder eine Dimensional Door. Und ich hatte da ja schon Erfahrungen damit in der Vergangenheit und habe ein wenig dazugelernt. Ups, von der einen Seite ging's nicht. Gehen wir in die andere Seite rein. Und zwar sind diese Iron Doors dafür da, uns tiefer in die Dimension reinzubringen. Und die Wooden Doors bringen uns wieder in die Realwelt. Deshalb bin ich diesmal direkt in die Wooden Door und bin hier mitten in der Höhle rausgekommen. Hat mich fast umgebracht da. Wollte mich schön in die Lava reinspülen, also schnell wieder zurück. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir sind an eine Iron Door gegangen, weil ich tiefer in die Dimension rein wollte. Um dann irgendwann wieder eine Wooden Door zu nehmen, so wie da, um wieder rauszukommen. Oder besser gesagt, wie es glaube ich ist, gehen wir jetzt mit dieser Wooden Door wieder eine Dimension nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt durch zwei Wooden Doors gehen, um wieder in der Realwelt rauszukommen. Das werden wir gleich mal sehen. Nee, das stimmt gar nicht. Ich quatsch wieder Unsinn. Aber hier haben wir jedenfalls die Wooden Door, mit der sind wir wieder rausgekommen. Die befindet sich jetzt hier über dem Wasser. Ein bisschen unüblich, aber was soll's. Gut, jetzt können wir hier jedenfalls weitergehen und wollen uns mal umsehen, ob hier irgendwelche Mobs sind. Wir suchen ja immer noch einen Enderman. Da hinten steht ein Skelett. Ist kein Problem für unseren Legia-Bow. Ja. Übrigens habe ich jetzt wieder Optifine installiert. Und Optifine hat die Texturen gefressen aus irgendeinem Grund. Die Pfeiltextur unten ist wieder verschwunden. Ich kann es mir nicht erklären. An dem Texture Pack liegt es nicht. Irgendwas stimmt hier mit Optifine nicht. Ich brauche es aber, damit es flüssiger läuft. Und eben auch für diese Random Mobs und die Connected Textures. Das wollen wir ja alles haben. Deshalb habe ich das wieder installiert. Auch wenn jetzt vielleicht irgendwas nicht so ganz aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Und da ist schon wieder ein Village. Und das ist sogar das gleiche. Wir sehen ja, hier ist alles weg und da haben wir ein Skelett mit Rüstung und sogar enchanteten Schuhen. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist. Habe ich wieder vergessen. Enchanted? Keine Ahnung. Aufgerüstet, verbessert, verzaubert. Ich glaube, verzaubert heißt es. Da haben wir noch ein Skelett. Also hier ist viel in Rüstung rumgelaufen. Ich kann mir das auch nicht so recht erklären, warum die alle in Rüstung rumgelatscht sind. Habe ich nämlich vorher nur sehr selten gesehen. Schon wieder voll mit Pfeilen, wie wir da sehen. Und da haben wir noch mehr Zombies, auch in Rüstung. Ja, man sieht richtig, dass die viel weniger Schaden nehmen. Nicht nur 3 Punkte oder 2 oder nur ein. Ja, das übliche Herz, übliches Zombiehirn. Und dann gucken wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Aha, hier ist jetzt schon wieder langsam Tag. Genau, hier habe ich nämlich noch besondere Blumen gefunden. Die hatte ich vorher noch nicht gesehen. Die leuchten im Dunkeln. Das ist Night Bloom. Habe ich jetzt aber nicht herausgefunden, wofür das da ist. Da habe ich jetzt diese 3 Blumen mitgenommen. Scheint aber irgendwie keinen Sinn zu haben. Vielleicht ist es einfach eine Art biologische Torch, die wir irgendwo hinsetzen können, hinpflanzen können, damit es einfach hell bleibt. Hier sind wir wieder bei einem Zombie. Ihr seht, es ist richtig abgegangen. Und da hören wir etwas. Ein Meteor. Und ich habe ihn total auf dem Bild drauf. Wir haben gehört, wie er runtergekommen ist und wir hören ihn jetzt glitzern und funkeln. Und da unten im Wasser ist er. Wunderbar. Wir haben viel Erfahrung bekommen. Ein halbes Level von 28, das ist sehr viel Erfahrung. Und außerdem haben wir noch etwas aufgesammelt, das werden wir gleich sehen. Da nehme ich ein Star Piece. Das können wir zu einem Star Stone craften, wenn wir 9 Stück haben. Und aus dem Star Stone bekommen wir dann ein Skybeam Block. Oder wir können es auch wieder zu Stardust machen. Aber man bekommt aus Stardust kein Star-Stück, wie wir eben hatten. Hier habe ich auch wieder Zombies gefunden und Monster. Immer in der Hoffnung, wenn ich irgendwelche Mobs finde, dass da auch irgendwo ein Enderman ist. Und dann
habe ich es brutzeln hören und wir haben ihm ein Blaze gehört. Und das ist natürlich fantastisch. Da steht ein Battle Tower und ich hatte ganz vergessen, dass in Battle Towern auch Blazes sein können. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt in den Nether gehen und dort ein Blaze finden, sondern können die auch hier töten. Da habe ich eben noch das Schwert geändert, damit ich kein Fire Aspect mehr habe, sondern das mit Smite, weil Fire Aspect wird ja nicht helfen. Und da haben wir tatsächlich Achievement Get Into the Fire und haben schon ein Blaze Rod bekommen. So, versuche ich jetzt, glaube ich, rauszugehen. Irgendwas hatte mich da vergiftet. Ich glaube, das war hier die Spinne. Genau, da steht Cave Spider. Hatte mich vergiftet. Aber vielleicht ein bisschen Brot essen. Aber wir haben schon mal ein bisschen, ein paar Blaze Rods bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel wir brauchen. Ich bin fast der Meinung, wir brauchen nur zwei. Vier klingelte mir so ein bisschen im Hinterkopf. Das war aber von Tacket Light für die Ender Chest. Also das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Was, schon wieder irgendwas explodiert? Genau, die Blazes hier wurden nämlich, glaube ich, aufgerüstet. Die schmeißen nicht mehr nur noch mit Feuer, sondern teilweise auch mit diesen Fire Charges. Und die explodieren ja. Und hier wollte ich eigentlich den anderen Spawner zerstören, damit nur noch Blazes rauskommen, aber dann bin ich total in Panik geraten. Hatte das Falsche in der Hand und habe mich dann doch hier einfach wieder durchgekämpft, weil es keinen Sinn machte. Ich habe die, ich habe den Spawner nicht kaputt gemacht und habe hier einfach um mein Leben gekämpft und versucht, alles zu zerstören. Und dann hat mich das Blaze doch erwischt. Aber zu Hause aufgewacht und wir haben vier Blaze Rods. Und da habe ich mich gefreut. Oh ja, da hat sich Pesti gefreut. Wir müssen nicht im Nether doof rumsuchen. Wir brauchen also nur noch eine Ender Pearl. So, hier habe ich dann alles wieder weggepackt und mir ein bisschen Iron geholt, weil unsere Rüstung kaputt gegangen ist. Deshalb haben wir eine neue Iron Chest gecraftet und auch gleich ein Enchantment draufgehauen. Da wollte ich dieses Thorns haben. Das bedeutet, dass die Gegner Schaden nehmen, wenn sie mich angreifen. Hat 18 Level gekostet, aber ich glaube, das war es wert. So. Ein schönes Chestpiece, ja, schön unten in die Actionbar und einfach Rechtsklick und dann ist es angezogen. Sehr gut, haben wir gleich wieder eine neue Rüstung und dann können wir gleich wieder rausgehen. Das ist übrigens bei weitem nicht nur eine Nacht, ich habe fast eine Stunde lang gespielt und habe das hier auf ungefähr 23 Minuten runtergekürzt. Jetzt ist jedenfalls wieder Nacht, mit unserer neuen Rüstung, erste Spinnenbegegnung. Gleich wieder das Schwert wechseln, genau zum Fire Aspect. Das können wir hier ruhig benutzen, wenn wir keine Blazes besiegen. Da sind zwei Creeper sogar. Da seht ihr auch den Optifine-Einwirkung. Der ist rot. Das sind diese Randomobs, hatte ich ja schon gesagt. Und das Skelett hier hat mich irgendwie nicht so richtig rangelassen. Das hat mich immer wieder weggeschoben. Also zurückgeschlagen. Das hatte so einen Knockback-Effekt drin. Und hier kam was richtig Dickes, glaube ich. Das ist, glaube ich, dieser Part, in dem was richtig Dickes gekommen ist. Da haben wir nämlich Rare Skeleton. Rare Unseen Skeleton. Und da kommt außerdem gleich neben den drei Spinnen und dem seltenen Skelett mit 60 Energiepunkten, an das ich irgendwie nicht rankomme, weil es sich ständig wegteleportiert und jetzt ist es unsichtbar. Und da hat es mich eben vergiftet. Da ist nämlich rechts, oder links besser gesagt, noch eine Spinne mit 80 Energiepunkten. Wir haben hier also eine gefährliche Spinne und ein gefährliches Skelett. Hier ist die Hölle ausgebrochen und ich dachte, ich werde ganz bald krepieren. Hab's aber dann doch irgendwie geschafft, die Spinne zu töten. Ihr seht es ja, die ist weg. Und das Skelett habe ich dann einfach irgendwann beschossen und es ist tatsächlich auch gestorben. Interessantes Loot haben sie fallen lassen, habe ich mich drüber gefreut. Das werden wir uns gleich nochmal angucken, hoffe ich. Ja, Water Breathing habe ich bekommen aus irgendeinem Grund für 10 Minuten. Und wir haben Cracknerite Boots. Cracknerite ist ein Ohr oder ein Stein, den man von einem Meteoriten bekommen kann. Von dem häufigsten Meteoriten übrigens, von dem Cracknerite-Meteoriten. Und daraus kann man sich Rüstung und Waffen und Werkzeuge bauen. Und diese Cracknerite-Boots haben wir jetzt eben gefunden. Ich glaube, von der Spinne haben wir das bekommen. Außerdem ein enchantetes Diamond Shield, glaube ich. Und da ist ein Harbinger. Oh, ich überschlag mich hier, dieses Diamond Shield haben wir, glaube ich, von dem Skelett bekommen. Und der Harbinger ist das, wo wir in einer der ersten Episoden von weggerannt sind, weil der 160 Energiepunkte hatte. Und hier ist er zurückgekommen. Ich dachte, es wird ein einfach zu besiegender Gegner, bis er dann weg war. Ja, dachte ich mir, ich nehme mir das Skelett, bis der wiederkommt. Ich hätte vielleicht besser was essen sollen, weil hier kam plötzlich irgendwas Komisches und dann ein spektraler Creeper mit 10 Energiepunkten. Und eine spektrale Witch. Und ein spektraler Enderman. Ich wollte den unbedingt töten. Ich wollte diesen Enderman töten, um eine Enderpearl zu kriegen. Hat aber nicht geklappt, weil es nur ein Spektraler ist.
Also dieser Harbinger hat diese ganzen spektralen Kreaturen beschworen, die dann gegen mich kämpfen. Und hier hatte ich dann auch Probleme mit den Vines, weil mir die immer im Weg waren und ich konnte nicht wirklich auf den Gegner einschlagen. Es war ein riesiger Krampf. Über diese Blue Slimes ist ja nichts Besonderes. Wir haben immer noch die Wasseratmung und da war dann schließlich der Harbinger hinter den Vines, wie ich eben gesagt habe. Ich bin nicht rangekommen. Bis ich dahinter gekommen bin, warum ich den nicht treffe, ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Und da wollte ich eben noch was essen, hat aber nicht ganz geklappt. Der teleportiert sich hier munter rum. Aber er brennt ja zu Tode. Und ich glaube, ich habe gar nicht richtig gemerkt, dass er wirklich gestorben ist im Endeffekt. Weil er jetzt nur noch aus Sense besteht. Und jetzt liegt es da und er ist tot. Und er hat aber, glaube ich, nur Erfahrung gebracht. Was diese Wasseratmung von dem seltenen Skelett oder der seltenen Spinne sollte, verstehe ich nicht so ganz. Aber wir sind ja hier nochmal. Hat jetzt keinen besonderen Loot hinterlassen. Da sind doch zwei Slimeboats, aber das war's leider mit dem Harbinger. Also der hat uns nur Erfahrung gebracht, auch nicht sonderlich viel. Wir sind ja immer noch auf Level 18. Aber ich hatte eigentlich auf ein besonderes Loot gehofft und dachte eigentlich, der würde uns diese Sense droppen, damit wir damit kämpfen können. Aber ist nicht so gekommen. Gelatine Slime ist nur der blaue Slime. Und halt diese Cracknerite Boots können wir aus Cracknerite Chip herstellen. Und die bekommen wir aus dem Cracknerite Meteoriten, wenn er denn runtergefallen ist. Und ein Abyss Fragment haben wir bekommen, die wir zu einem Enderpearl craften können, wenn wir 4 Abyss Fragments haben. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Abyss Fragment haben wir von irgendeinem spektralen Vieh bekommen. Wir könnten also einfach noch 3 Harbinger töten und hätten dann auch eine Enderpearl. Hier bin ich dann irgendwann wieder zurückgekommen zu dieser Tür, aus der wir rausgekommen sind. Aus irgendeinem Grund habe ich mich da wieder hin verirrt. Und wenn ich jetzt dran denke, würde ich sagen, nein, Pesti, geh nicht rein. Und was ist? Ich gehe rein. Hier muss ich mich erstmal orientieren. Da bin ich dann wieder zurück, weil ich dachte, es war die Tür, durch die ich ursprünglich reingekommen bin, aber die ist da. Hier habe ich übrigens noch einen Bonusraum gefunden. Hatten wir ja schon mal. Rift Remover und Rift Signature. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wozu das ist. Ich glaube, irgendwie zum Zurückteleportieren. Ich bin mir mit Dimensional Dawn nicht sicher. Diese beiden Iron Boots wollte ich mitnehmen. Wir haben ja jetzt noch Cracknerite Boots. Aber das ist eine Sache, die ich mitnehmen wollte. Es ist halt kostenlose Rüstung. Ich hatte hier an dieser Stelle wieder verplant, dass ich einen Rucksack habe. Das ist immer das Erste, was ich versuche zu craften. Ein Rucksack in Hexit und ein Rucksack in Tacket. Und trotzdem benutze ich es irgendwie nicht. Ich vergesse mal, dass ich einen habe. Eben noch geguckt, wofür ich die beiden Dinger brauche. Hab mich dann dazu entschlossen, dass es relativ überflüssig ist und habe sie deshalb dagelassen. Mit Dimensional Doors muss ich mich mal so ein bisschen reinfinden. Der alte Ausgang, wie gesagt, ist kaputt. Da liegt die Tür. Alles nicht so schön. Durch die Wooden Door sind wir gekommen. Deshalb gehe ich hier wieder zurück durch die Iron Door. Und sowas hier hatten wir ja schon mal, dass man sich hier vorkommt, als wäre man im Nether. Und da wollte ich wieder rüber, weil ich der Meinung war, das letzte Mal war da hinten irgendwo eine Tür und da ging es weiter. War aber wieder nicht so. Ich habe aber wieder etwas gefunden. Und zwar ein unentzündetes Nether-Portal, wo jetzt diese Iron Bars drin sind. Hätte man wieder anzünden können. Aber und mich würde wirklich interessieren, was passiert, wenn man von dieser Dimension aus in den Nether geht. Ich glaube, da wird irgendwas höllisch schief gehen. Oder man kann das Portal überhaupt nicht anzünden. Das kann natürlich auch sein. Hier bin ich dann hochgegangen, weil ich da Türen gesehen habe. Da wollte ich wieder zurück, weil es eine neue Tür ist. Bis mir dann aufgefallen ist, als ich oben war, dass ich einfach nur hier um die Ecke hätte gehen müssen, weil hier irgendwie 3 oder 4 Türen nebeneinander stehen. Durch die Wooden Door bin ich gekommen. Habe ich noch geguckt, ob der Ausblick gleich ist und dann einfach in eine Iron Door gegangen. Wir müssen ja irgendwie tiefer rein. Es muss ja irgendwo weitergehen. Das hier finde ich auch sehr interessant. Mit den Glowstone-Blöcken, da habe ich eben eine Leiter gesehen auf der linken Seite. Da hätte man vielleicht hochgehen müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin wollte. Ich wollte ja einfach von einer Plattform zur anderen springen und das kam, wie es kommen musste. Ich bin runtergefallen und von hier wusste ich, glaube ich, nicht mehr weiter und bin sogar freiwillig ins Wasser gesprungen. Kann das sein? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, müssen wir mal gucken. Nee, ich bin reingefallen durch Dusseligkeit. Und dann einfach wieder mal aus der Welt gefallen. Und das ist ja in Dimensional Doors sowieso keine so gute Idee. Denn hier sehen wir wieder, unser Bett war nicht auffindbar. Und wie ich da so runterfalle, ein paar hundert Blöcke, sehe ich im Himmel dieses Auge. Und irgendwas, was hier rumschwebt, was das letzte Mal, als wir hier waren, im Nirgendwo nicht da war. Und das hat mich schon ein bisschen verwirrt. Weil irgendwas fliegt hier rum und das verstehe ich nicht so ganz.
Und dann habe ich gesehen, Monolith, das ist ein Gegner. Deshalb habe ich den angegriffen, aber er verliert keine Energie. Der zappelt nur rum und teleportiert mich wieder weg. Und dann falle ich wieder diese 500 Blöcke runter und finde mich wieder auf diesem Boden, wo mir das Auge von oben zuseht. Anscheinend unmöglich hier zu sterben, die Gegner sind keine richtigen Gegner. Dann habe ich meinen Bogen ausgepackt und wollte das Vieh damit töten. Hat aber wieder nicht geklappt. Ich renne noch hin, um den Pfeil zu holen, habe nicht mehr gekriegt. Und dann bin ich wieder da hin teleportiert worden. Habt ihr gemerkt, dass diese Monolithen, was auch immer die sind oder warum die da sind, was das soll, dass es irgendwie keinen Sinn macht, die anzugreifen. Deshalb habe ich mich einfach dazu entschlossen, das zu tun, was ich das letzte Mal getan habe. Und das war einfach runterlaufen und zusehen, dass ich da irgendwie rauskomme und den Boden erreiche, von dem aus ich dann wieder teleportiert werde und wieder in der Oberwelt drin bin. Weil das ist ja eigentlich, was ich will, nämlich wieder nach oben kommen. Deshalb bin ich jetzt hier wieder auf dem Weg, immer weiter nach unten. Es gibt ja irgendwie kein anderes Ziel. Diese Blöcke mitzunehmen ist relativ sinnlos. Habe ich ja schon mal in Tekkit Light welche mitgenommen. Genau! Ach, das fällt mir jetzt erst auf. In Hexit war ich noch gar nicht in dieser Dimension, glaube ich. In Tekkit war ich drin, aber in Hexit glaube ich noch nicht. Und diese Monolithe gibt es vielleicht nur in Hexit. Hexit ist ja eine Minecraft-Version weiter, 1.5 und nicht 1.4. Vielleicht ist es einfach eine neue Version von Dimensional Doors und die hat diese Monolithe eingeführt. Ist ja möglich, das fällt mir jetzt erst auf. Das sind ja zwei verschiedene Versionen. Also in Tekkit Light gab es es noch nicht, in Hexit sieht das alles ein bisschen anders aus. Vielleicht hätte ich hier Blöcke mitnehmen sollen, vielleicht gibt es ja dafür einen Sinn in Hexit, weiß man ja nicht so recht. Aber da war ich auf jeden Fall am Ende und bin in dieses rotähnliche Zeug reingesprungen. Und tatsächlich wieder rausgekommen, diesmal allerdings mit einer Plattform unter den Füßen, was ich sehr nett fand. Piratenschiff gleich in der Nähe, war aber relativ weit weg, es ist deutlich weiter als es aussieht. Und dann bin ich einfach losgeschwommen. Und das hat ziemlich lange gedauert, bis ich wieder das Festland erreicht habe. Aber das überspringe ich hier einfach mal netterweise. So, da sind wir wieder auf dem Festland. Da ist noch ein Piratenschiff, habe ich eben gesehen. Wir brauchen jetzt aber nicht alle Piratenschiffe zu überfallen, die es gibt. Das ist relativ sinnlos. Jedenfalls war ich dann hier wieder auf dem Festland, schon ewig unterwegs und wollte unbedingt endlich so einen Enderman finden. Ich bin wirklich verzweifelt, habe mir da dann wieder an das Skelett rangemacht. Was blieb mir anderes übrig? Da war noch ein Zombie und dann ist mir mein Schwert kaputt gegangen. Ich habe den kaputt geboxt, dann kam auf einmal ein Skelett. Ich musste meinen Bogen auspacken, weil ich keine Zeit hatte, nach einem neuen Schwert zu greifen. Und habe mir dann tatsächlich das Skelett mit dem Bogen erschlagen. Das war fantastisch, weil ich nicht schnell genug zum Schwert wechseln konnte. Da habe ich da mein Living Metal Glaive ausgepackt. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das genau her hatten. Irgendwo auch von einem besonderen Gegner. Das konnte man ja gar nicht selber craften, weil man an das Living Metal nicht rankommt. Tja, wieder rumgeirrt. Skelette getötet. Hui, ist abgegangen. Ja, ich glaube, irgendwann bin ich den Mobs nur noch ausgewichen. Da haben wir ein Centipede gefunden. Ein Tausendfüßer. Guckt euch das an. Ist das keine Schönheit? Vor allem die Schadensanzeige ist der Hammer. Wunderbar. Leider gar nichts bekommen. Weder Erfahrung, nicht mal Scrap Meat. Also überhaupt nichts bekommen. Schade, schade. Centipede hätte ich mir mehr erhofft. Hier geht's mit der Gesundheit gerade bergab und da war es auch schon vorbei. Und aus irgendeinem Grund war ich nicht in meinem Bett. Wir sind hier, ich weiß gar nicht, ob wir hier angekommen sind. Ob das der Punkt war, wo wir angekommen sind von dieser Dimensional Door. Vielleicht ist das, wo ich einfach hingeschwommen bin. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Den Zombie da fand ich ein bisschen merkwürdig. Der hat irgendwie kein Gesicht. Hat einen Hut auf, will er mir aber nicht geben. Auch gut, was soll's. Leben bald ohne. Schöne Zombie-Invasion. Es sah schon wieder ziemlich schlecht aus für mich. Und ich glaube, hier sterbe ich auch nochmal. Genau das war's. Und jetzt bin ich wieder an einem komischen Ort. Diesmal wieder woanders, bin ich der Meinung. Und ich glaube fast, dass das mein ursprünglicher Spawnpunkt war und aus irgendeinem Grund mein eigentliches Bett zurückgesetzt wurde. Und das tatsächlich hier der Punkt war, an dem ich Hexit begonnen habe, an dem ich ursprünglich in die Welt reingeneriert wurde. Halte ich auch für recht wahrscheinlich im Endeffekt, weil wir links oben in der Minikarte auch einen roten Bereich sehen. Das ist dieser Red Cobblestone, wo die ganzen Gürteltiere sind. Da bin ich auch ein bisschen auf Amoklauf gegangen, weil ich unbedingt... Oh, ein Alligator-Head habe ich gefunden, ein Alligatorkopf. Weiß ich übrigens immer noch nicht, wofür ich den brauche.
Ja, also, die Rüstung ist schon wieder kaputt gegangen, die ich enchantet hatte. Hat leider nicht lange geholfen, lange gehalten. Aber da ist ein Enderman. Ich habe ihn gesehen und ich habe ihn angeguckt. Hört ihr es? Hört ihr es? Ich habe den Enderman sogar angegriffen. Ich wollte unbedingt auf Konfrontationskurs gehen. Da dieses wunderschön schaurige Geräusch, das war das Schönste, was ich in dieser Stunde gehört hatte. Endlich ein Enderman gefunden. Und ich wartete, dass er zurückkehrte. Und dann stand da hinter dem Baum noch ein Enderman. Und ich habe auch ihn angegriffen. Und da hat sich sofort wegteleportiert. Von hinten kam ein Creeper, ist aus irgendeinem Grund nicht explodiert. Schon wieder kamen diese wunderschönen Geräusche. Ich habe mein Schwert gewechselt. Der Creeper ist explodiert. Und es war Stille. Ich habe gewartet. Ich habe auf die Endermen gewartet, dass sie mich angreifen. Ich bin dann schließlich losgelaufen, weil ich der Meinung war, die Endermen wollen vielleicht wie der Creeper mich von hinten angreifen und greifen mich nur an, wenn ich loslaufe. Ich wusste nur, ich habe zwei Endermen angeguckt und beide angegriffen. Und ich wollte, dass sie zurückkommen und mich angreifen, damit ich sie töten kann und eventuell eine Enderpearl bekomme. Eben habe allerdings wieder so eine Potion gehört, was bedeutet, es kommt irgendwo ein Mob mit einem Enchantment praktisch, mit einer besonderen Kraft. Und da war der Creeper, der schon explodiert ist, mit 60 Energiepunkten, hat uns kurz Blindheit gegeben, aber dann war er auch schon weg. Ist das Problem mit den seltenen Creepern, man hat kaum Chance, die zu töten. Das ist wirklich sehr schwer. Also man bekommt nur schwer Loot von denen, weil wenn sie explodieren, bekommt man ja gar kein Loot. So, hier ist dann noch wieder Tag geworden. Ich weiß, ich musste mich eben selber ein paar Mal unterbrechen. Bitte entschuldigt dafür. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich da sagen wollte. Es ging so Schlag auf Schlag. Ich musste mich selber unterbrechen. Ansonsten hätte ich nicht auf den Enderman eingehen können, was aber sehr wichtig war. Aber er ist ja leider nie wieder zurückgekommen. Hier waren dann noch ein paar Skelette mit dem Knockback unter dem Baum. Kein Problem, die zu besiegen. Aber der Enderman oder die beiden Endermen sind nie wieder aufgetaucht. Sie haben kurz Hallo gesagt und sind dann verschwunden. Und da war ich unglaublich enttäuscht von. So, hier, wie gesagt, bin ich an diesen Red Cobblestone vorbeigeschwommen, habe sehr viele Gürteltiere wütend gemacht. Die sind alle mit einem oder zwei Energiepunkten ins Wasser gefallen, hat mich dann geärgert. Ich wollte eigentlich die Panzer haben für eine besondere Rüstung. Habe ich dann aber auch gelassen. Und hier bin ich dann schließlich auf die Minimap gegangen und habe mich in meine Basis teleportiert. Ja, ich habe es in der Konfigurationsdatei aktiviert. Tja, da war ich wieder in meiner Basis und musste mir eingestehen, das Spiel hat mich ganz schön zerstört. Die Endermen waren nicht fair zu mir. Der Harbinger hat mir nur eine so eine Scherbe gegeben. Und dann habe ich hier aufgegeben, bin in den Cheat-Modus gegangen. Ich habe unten Enderpearl eingegeben oder halt nur Ender. Haben mir eine Enderpearl gegeben, die ich meiner Meinung nach auch verdient habe, nach diesem Abenteuer, zurück in den Rezeptmodus. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Hoffentlich versteht ihr, warum ich gecheatet habe. Es war wirklich nicht meine Absicht, aber es ging nicht anders.